you very much, Madam Chair. I welcome you all, and I thank you for coming and discuss together. Vielen Dank. The different sides of the world development. Ich hoffe, and maybe new mechanisms to make this world better. I will beg your pardon, just to stick, and we'll stick. Ich werde einige my notes for the interpreters. To proceed smoothly in the translation into different languages. Ich hoffe, dass die Übersetzer der den verschiedenen Sprachen gut folgen können. I also ask you to permit me to speak in not in my native language, but in the French one, since we are on the French soil. Thank you. Ich werde also auf Französisch sprechen. Alors, je voudrais pas réduire mon discours exclusivement à la relation entre les BRICS et le projet La Nouvelle Route de la Soie. Ich möchte mich in meiner Rede nicht allein auf die Beziehungen zwischen den BRICS und dem Projekt der neuen Seidenstraße beschränken. Erstens, weil dieses Projekt viele Dimensionen hat, darunter die großartigen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit der Eurasischen Union, in der eben Russlands Mitgliedschaft sehr wichtig ist. Zweitens ist es wesentlich, dass man versteht, dass die Bedeutung und die kreative Berufung der BRICS als einer Gruppe neuer Art sich nicht auf eine Anzahl ausgewählter Projekte beschränkt. Sie reicht viel weiter. Erstens möchte ich gerne die Rolle der BRICS im internationalen System aus Moskauer Sicht darstellen. Heute behaupten sich die BRICS als ein einflussreicher Teilnehmer im System der Weltordnungspolitik. Gleichzeitig sind die BRICS ein junger Verband von Staaten, der aus russischer Sicht den großen Trend unserer Zeit widerspiegelt. Außerdem hat sie eine Reihe innovativer Eigenschaften. Die Entstehung dieser Gruppe war das natürliche Ergebnis der dynamischen Entwicklung des Prozesses der Globalisierung, der Zerstreuung der globalen Weltmacht und der Stärkung neuer Pole des Wachstums und des politischen Einflusses, parallel zur Stärkung der gegenseitigen Abhängigkeit der über verschiedene Kontinente verteilten Länder. Die Zusammenarbeit zwischen den fünf spiegelt das gemeinsame Bedürfnis wider, eine solide Partnerschaft zwischen den verschiedenen Kulturen und Zivilisationen als Grundlage für die Bildung eines polyzentrischen internationalen Systems zu schaffen. Die Tatsache, dass das Phänomen der BRICS mit diesem objektiven Vektor der weltweiten Entwicklung übereinstimmt, macht diese Formation attraktiv, dynamisch und zukunftsorientiert. Es ist entscheidend, dass diese Gruppe nicht durch eine Zwangsjacke der Hierarchie und auch nicht durch die strenge Disziplin gebunden ist, wie sie für politische und militärische Blöcke oder Koalitionen sonst typisch ist. Die BRICS sind ein Symbol der entstehenden multipolaren Welt. Es ist offensichtlich, dass die Haltung des Westens gegenüber den BRICS aus diesem Grunde, gelinde gesagt, vorsichtig ist. Der Westen, der es gewohnt ist, zahlreiche Prozesse der Wirtschaft zu steuern, kann die Tatsache nicht akzeptieren, dass es freie Alternativen gibt. Die Zusammenarbeit innerhalb der BRICS bildet unserer Meinung nach ein Beispiel für die Art und Weise, wie multilaterale Partnerschaften im 21. Jahrhundert aufgebaut werden müssen. Niemand in dieser Gruppe dominiert. Es gibt keine Unterordnung. Wir arbeiten auf der Grundlage einer wirklichen Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekts. Diese Zusammenarbeit richtet sich nicht gegen Nichtmitgliedstaaten.
Im Gegenteil. Wir teilen eine positive Agenda, die vor allem darin besteht, zusätzliche Quellen der Entwicklung zu schaffen und das Wohl unserer eigenen Völker zu vermehren, was natürlich untrennbar verbunden ist mit dem Ziel der Erhaltung einer dauerhaften internationalen Stabilität. Par conséquent, deswegen irren all jene, die den BRICS vorwerfen, sie seien konfliktorientiert, weil das überhaupt nicht ihrer wahren Natur entspricht. Die Verteidigung der Prinzipien der Demokratie und der Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen ist ein wesentlicher Aspekt in allen Aktivitäten der BRICS. Sie sind eines der Hauptzentren der Formulierung einer Politik, die ausgewogene Positionen im Interesse der Lösung der dringendsten internationalen Probleme bietet. In diesem Zusammenhang ist es schwierig, die Bedeutung der Stimmen der Solidarität zu überschätzen, mit der die BRICS intensiv gemeinsame Bemühungen zur friedlichen Konfliktlösung auf der Grundlage der UN-Charta ohne zweierlei, also ohne doppelte Maßstäbe, ohne unilaterale Militärinterventionen oder den Einsatz des großen Prügels der Sanktionen fordert. Die Verteidigung des unteilbaren Charakters der Sicherheit, die Weigerung anzunehmen, dass es möglich sei, die eigene Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer zu stärken, konsolidieren das Potenzial der BRICS, langfristige Lösungen für regionale Krisen zu entwickeln. Und die Rolle dieser BRICS kann nur wachsen. Der gemeinsame Ansatz, sicherzustellen, dass die Schaffung des neuen multipolaren Systems auf Vernunft, auf Wahrheit und auf der Partnerschaft der Zivilisation gegründet ist, erlaubt es den BRICS, im turbulenten Meer der Weltpolitik als eine Art Leuchtturm zu fungieren. Ein weiterer Beleg für die wachsende Autorität der BRICS ist der Erfolg der Gipfeltreffen im erweiterten Format mit der Beteiligung der Länder in der Region der jeweiligen Gastgeberstaaten. Fois, c'est un regroupement différent des pays qui est invité à la discussion commune, à l'échange des opinions. Es kommt ja so zum Austausch, zum Meinungsaustausch jeweils in anderen Ländern. Die russische Stadt Ufa bereitet sich darauf vor, das nächste Treffen dieser Art auszurichten, zu dem unsere europäischen Partner auch eingeladen sind. Donc, je voudrais m'attarder plus en détail sur la prochaine présidence russe des BRICS. Ich möchte nun ein paar Details über die kommende Präsidentschaft, russische Präsidentschaft der BRICS, diskutieren. Wie vom russischen Staatsoberhaupt, Herrn Wladimir Putin, betont wurde, wird die russische Präsidentschaft ein größeres Gewicht auf die effizienteste Nutzung der Fähigkeiten der BRICS legen, die Sicherheit und Stabilität auf die Welt stärken. Jeder BRICS-Gipfel bisher ist ein Meilenstein, ein Schritt in der Entwicklung dieser jungen Vereinigung. Während des Fortaleza-Gipfels im Juli 2014 wurden Dokumente über die Gründung der neuen Entwicklungsbank und die Gründungscharta der BRICS unterzeichnet. In Ufa strebt die russische Präsidentschaft deutliche Fortschritte in verschiedenen Bereichen an. Sie hofft, die Kooperation der BRICS auf eine neue strategische Ebene anzuheben. Im Bereich der Wirtschaft rechnen wir damit, dass die neue Entwicklungsbank und das Notfallreservearrangement unmittelbar vor dem Gipfel ihre Arbeit aufnehmen, wozu die Ratifizierungsprozesse in allen 5 Mitgliedstaaten abgeschlossen werden sein müssen. Ces deux actes sont nécessaires pour achever le processus de ratification par tous les États membres d'après les engagements encourus pour ces États. La partie russe espère que ce sera Die russische Seite hofft, dass das geschehen wird, da der Ratifizierungsprozess in allen beteiligten Ländern sehr gut voranschreitet. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Strategie der wirtschaftlichen Partnerschaft der BRICS bei dem Gipfeltreffen angenommen wird. Das wird ein Dokument des Fortschritts im Streben nach der Entwicklung unserer Kooperation im zentralen Bereich der Wirtschaft sein. Unmittelbar nach der Annahme dieser Strategie planen wir mit der Ausarbeitung eines Fahrplans für die Kooperation im Bereich der Investitionen zu beginnen.
Ce document, dieses Dokument hat den Zweck, diese Kooperation durch interessante und gut ausgearbeitete gemeinsame Projekte mit Leben zu füllen. Ein weiterer Aspekt im wirtschaftlichen Bereich, es ist geplant, neue Achsen der Kooperation zu eröffnen. Bergbau, im Bereich Energie, bei der Kommunikation und in einer Reihe weiterer Bereiche. Wir rechnen damit, dass diese Kooperation, diese Zusammenarbeit, das Durchführen von Geschäften erleichtern wird. Dazu gehört zum Beispiel auch die Steuerpolitik, die Vereinfachung von Formalitäten und so weiter. Wichtig werden auch die Veranstaltungen vor dem Ufergipfel sein. Zunächst ist einmal festzuhalten, dass am 8. Juni diesen Jahres erstmal das Parlamentarierforum der BRICS zusammenkam. Die parlamentarische Dimension wird es ermöglichen, die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zu stärken. Donc donner plus de solidité en ce qui concerne la base démocratique de notre coopération. So wird auch die demokratische Basis unserer Zusammenarbeit gestärkt. Qui va enrichir la palette du sommet, c'est le sommet de la jeunesse qui se tiendra. Und ein weiteres wichtiges Element der russischen Präsidentschaft wird sein, das Spektrum des Gipfels zu bereichern. Im Juni wird der Jugendgipfel in Kasan stattfinden. Auch das ist ein neues Phänomen in der Entwicklung der BRICS. Der Gipfel wird in der Lage sein, die jungen Generationen unserer Länder der BRICS näher zusammenzubringen. Jede Organisation, wenn sie eine Zukunft haben soll, braucht junge Menschen. Und es wird auch die Kooperation, die Zusammenarbeit im Bereich der Kultur geben, eine weitere Dimension. Und für den Gipfel wird ein Kooperationsabkommen zwischen den BRICS-Ländern im Bereich der Kultur vorbereitet. Es ist wichtig für unsere internationalen Partner klar zu verstehen, dass die BRICS nicht die Absicht haben, in irgendeiner Weise in Konfrontation gegen irgendjemanden zu gehen, weder im Bereich der Politik noch im Bereich von Finanzen oder Wirtschaft. Ich möchte nochmals die russische Vision der BRICS hervorheben. Sie ist ein Vorschlag an die Welt für ein fundamental neues Modell der Zusammenarbeit. Ein Modell, das die alten teilenden Grenzen überwindet, die durch die Konfrontation von Blöcken oder durch das dahinterstehende Denken entlang von Ost-West- oder Nord-Süd-Achsen entstehen. Die BRICS sind offen für eine Zusammenarbeit mit allen Staaten, unabhängig von ihrer geografischen Lage oder ihrer politischen Ausrichtung. Gleichzeitig ist Russland gegen die Schaffung geschlossener wirtschaftlicher Systeme, die die BRICS-Länder auf Abstand halten. So weigern sich zum Beispiel die Vereinigten Staaten kategorisch, eine Zulassung Chinas zur pazifischen Partnerschaft in Erwägung zu ziehen, und die gleiche Haltung zeigt sich gegenüber Russland auch. Unter diesen Umständen sollte es nach Russlands Meinung die Reaktion der BRICS sein, das System des internationalen Handels auf der Grundlage der Regeln der Welthandelsorganisation zu stärken, indem wir unsere Kräfte bündeln. Die Welthandelsorganisation ist wie eine Art Vereinte Nationen des Welthandels. Wenn sie anfängt, auseinanderzubrechen, dann wird das einen harten Wettbewerb im Handel provozieren, und es würde nicht lange dauern, bis sich große Gegensätze, große Antagonismen entwickeln. Russland ist gegen ein solches Szenario und erklärt sich daher entschieden dafür, ein einheitliches System von Regeln zu erhalten, was die Grundlage der Welthandelsorganisation ist. In Bezug auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den BRICS sind die Mitgliedstaaten realistisch. Wir sehen, was in der heutigen Welt geschieht. Dementsprechend besteht der gemeinsame Wunsch, die Zusammenarbeit zwischen unseren Geschäftskreisen maximal zu fördern, um die großen Chancen zu nutzen, die sich durch den komplementären
BRICS-Charakter unserer Wirtschaft eröffnen. Beispielsweise wird die neue Bank der BRICS und der Pool der Devisenreserven Russland und allen übrigen Mitgliedern der BRICS unter anderem helfen, den ungerechtfertigten und politisierten Druck des Westens zu widerstehen. Wenn die Bank ihre Arbeit aufnimmt, dann werden die Arbeiten an großen Infrastrukturprojekten und die Investitionen im BRICS-Format einer Wachstumskurve folgen und auch greifbare positive Resultate bringen. Der Markt der BRICS-Länder umfasst 3 Milliarden Verbraucher. Das ist mehr als das Potenzial der Freihandelszone des Pazifik und der transatlantischen Freihandelszone. Außerdem ist es der dynamischste Markt der Welt. Die BRICS müssen darauf hinarbeiten, die Hindernisse für ihren Handel untereinander auf einer ausgewogenen Grundlage zu beseitigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.